In diesem Explainer-Video bringen wir euch den Euphemismus näher. Das Euphemismus ist eine sprachliche Verschönerung und eine mildende Umschreibung von anstößigen oder unangemessenen Wörtern. Er war auch die nationalsozialistische Sprache. Euphemismen gibt es sowohl in der Bibel als auch in der Politik. Man nennt sie auch die Flucht der Wahrheit und Verantwortung. Beispiele dafür sind Abklatschen statt Verprügeln, Ausbildung statt Therapie, Beraten statt aufs Auge drücken und Bürgerkrieg statt Krieg gegen die Bürger. Natürlich gibt es viele weitere mehr, die ich hier nicht erwähnt habe. Das Beispiel Bürgerkrieg verwendet man immer noch heute in der Politik, vielleicht nicht in der Schweiz, aber irgendwo anders. Das Wort Abklatschen benutzten sicher die nationalsozialistische Partei. Schauen wir uns nun die Probleme des Euphemismus in Bezug zu unserer Kommunikation an. Viele Menschen denken, dass der Euphemismus unsere Kommunikation positiv beeinflusst, da durch ihn zum Beispiel Emotionen innerhalb der Kommunikation einfach beseitigt werden können und somit ein sachlicheres und einfacheres Gespräch geführt werden kann. Dies ist jedoch nicht so. Der Euphemismus wirkt sich vielmehr negativ auf unsere Kommunikation aus. Er ist verräterisch, denn er zeigt dem Gesprächsteilnehmer einer Kommunikation seine Folgen, welche er selbst verursacht hat, auf und versucht diese nur zu verharmlosen. Dies führt zu einer negativen Gewohnheit. Zudem verstärkt bzw. verbessert er nur das geschlossene Weltbild des Vertreters, indem er die Weltanschauung der Person mit dem falschen Handeln weiterhin mit dem sogenannten Trick, den wir in der Epoche vorher angeschaut haben, verstärkt. Zudem erschwert er nur die Bewältigung der Krise eines Gesprächsteilnehmers in Bezug zu seinem Handeln. Wenn man dieses Problem der Kommunikation lösen will, sollte man einfach Klartext reden bzw. schneller auf den Punkt kommen. Dies war unser Explainer-Video zum Thema Euphemismus. Wir hoffen, ihr habt dabei etwas gelernt und ihr konntet etwas mitnehmen für künftige Kommunikationen.